Hallo zusammen, herzlich willkommen zu Folge 117 von Silvers Cocktailkunde. Eine weitere Woche Social Distancing oder Physical Distancing, sagt man ja jetzt, liegt hinter uns. Es liegt aber auch noch wahrscheinlich mindestens 3 Wochen vor uns, wenn wir Glück haben. Von daher machen wir einfach genau da weiter, wo wir aufgehört haben, mit dem nächsten Cocktailrezept. Denn nach wie vor haben ja Bars geschlossen, also müssen wir uns unsere Cocktails zu Hause machen, wenn wir welche haben wollen. Ich stehe für unser neues Rezept, wie man hier hinter mir sieht, in Nasjata, einer Ecke von Azeroth, wo man jetzt nicht unbedingt damit rechnet, Cocktailrezepte zu finden. Tatsächlich ist unser heutiger Drink an jede Menge verschiedenen Stellen über den kompletten Globus von Azeroth verteilt zu bekommen. Hauptsächlich zwar in den Gebieten von Battle for Azeroth, aber auch zum Beispiel in Suramar kann man es bekommen. Die Rede ist von unserem heutigen Getränk, der schaumige Majorskaffee. Im Original jetzt nicht unbedingt ein Cocktail, in meiner Form schon. Und wie man den macht, das zeige ich euch jetzt. Für diesen Drink starten wir wieder einmal mit unserem Shakerglas und haben dann als erste Zutat Sahne. Genauer gesagt 2 Zentiliter davon in unseren Shaker als Grundlage. Als zweites haben wir dann direkt was Alkoholisches. Das ist Amarula, ein Cremelikör. Also in gewisser Weise noch ein bisschen mehr Sahne. Dann brauchen wir natürlich für unseren Majorskaffee auch Kaffee. Den kriegen wir mit Kahlua, 3 Zentiliter davon kommen in den Shaker. Und um die Füllmenge noch ein bisschen hoch zu bekommen und etwas mehr Alkohol drin zu haben und noch ein bisschen mehr Aroma, 3 Zentiliter weißer Rum. Und eine letzte Zutat kommt jetzt noch und das ist wieder ein Bitter. Genauer gesagt sind es Chocolate Bitters davon. Kommen 2 Spritzer, 2 Dashes in unseren Shaker und jetzt muss ich einmal kurz da hier diesen Spritzer wegwischen, sonst habe ich nämlich einen Fleck auf meiner weißen Tischplatte. Das wird jetzt ordentlich, kräftig und etwas länger als üblich durchgeschüttelt. Circa 15 Sekunden sollten reichen, dass auch die Sahne ein bisschen leicht schaumig angeschlagen wird hierbei. Wenn wir fertig mit Shaken sind, öffnen wir unseren Shaker, lassen ihn noch ein kleines bisschen abtropfen, wie immer halt. Und dann nehmen wir uns das Glas für den heutigen Drink. Das ist eine solche Cocktailschale oder auch Kubglas genannt. Die ist vorgekühlt, deswegen kommt das Eiswasser da jetzt raus. Und dann können wir unseren Drink in diese Cocktailschale hinein abseihen. Wir werden dafür einen Double Strain nehmen, das heißt einmal das normale Barsieb plus so ein Teesieb. So, nichts verschwenden, wir wollen ja schließlich alles in unserem Glas haben. Insofern lassen wir das jetzt hier in aller Ruhe noch ein bisschen durchtropfen. Und dann können der Shaker und das Sieb weg. Und wir brauchen natürlich noch eine Garnitur an unserem Glas. Dafür nehmen wir eine solche Reibe und ein Stück dunkle Schokolade, das wir dann jetzt über dem Drink reiben, sodass dann kleine Schokoflocken auf unserem Drink am Schluss schwimmen. Und leider auch ein bisschen auf dem Tisch, die musste ich einmal wegwischen. Aber das wär's dann und damit ist unser Drink fertig. So, das ist dann meine Version des schaumigen Majorskaffees. Ihr seht das Rezept gleich noch einmal im Standbild und in der Videobeschreibung steht es natürlich auch drin. Und damit war's das dann von meiner Seite für heute. Ich sage herzlichen Dank fürs Zusehen. Wir sehen uns in einem meiner nächsten Videos wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht es gut, bleibt gesund und Prost! So, das ist dann meine Version des schaumigen Majorskaffees. Ihr seht sie, die irgendwie...